Keystore, also der Keystore, der generische Keystore ist eigentlich etwas, was bei mir auch immer wieder im Gespräch ist. Ist kein Joke, dass ich kriege von den großen, also die MMO gar nicht, die machen komische Sachen, aber ansonsten Instant Gaming, G2A. Mit G2A habe ich ja, das haben wir ja öffentlich gehabt, mehr oder weniger. Kinguin. Als ich frisch bei dir war, habe ich mich darauf angesprochen, dass es fragwürdig ist, sowas zu machen mit Keystores und du hast mich gehatet. Ich würde dich dafür immer noch haten, in Anführungsstrichen, oder dich einstampfen, weil das nicht fragwürdig ist. Denn der Markt, also es ist fragwürdig, aber es ist nachvollziehbar. Weißt du warum? Weil die Spieleindustrie den Konsumenten mit Anlauf in den Arsch fickt. Und um mal ein paar Beispiele zu machen, jeder AAA-Release, der unfertig ist und für den ihr bis zu 60 Euro bezahlt, ist Betrug. Denn ihr bezahlt einen horrenden Preis für ein Produkt, was nicht fertig wird. Und das ist der Standard. Und jetzt stelle ich mir die Frage, kann ich jemanden dafür verurteilen, dass er nicht die 60 Euro für einen Vollpreistitel bezahlt, der nicht fertig ist, sondern sich nach einer Alternative umschaut und das über den Keystore zur Hälfte des Preises holt? Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Denn hier geht es um den einzelnen Endverbraucher. Der Endverbraucher, der nun mal keine Kohle hat, um sich zweimal einen Vollpreistitel im Monat zu holen, für eventuell zweimal wertlose Spiele. Und da gibt's mir, das Entwicklerstudio vollkommen scheißegal. Im Kontext der Gesamtsituation des Spielemarkts ist die traurige Realität, dass es die Regel ist, dass Spiele unfertig für einen Vollpreis auf den Markt geschleudert werden. Und solange das passiert, werden diese Keystores, G2A, Kinguin, Instant Gaming, alles, werden erfolgreich bleiben, ob die nun promoted werden oder nicht. Das, was du sagst, stimmt. Auf der anderen Seite werden Leute gesamt von den Seiten Kreditkartenbetrug. Das ist mir scheißegal, Alter. Ich nochmal, das ist im Kontext dieser Situation scheißegal. Wenn ein Key... Hola. Ich mach nur mal ein Beispiel. Ubisoft hat damals versucht, gestohlene Keys über Kreditkartenbetrug zu sperren. Und Ubisoft hat noch nie so einen Shitstorm gesehen. Die haben einen auf, yo, ich muss das jetzt machen, ich muss sie jetzt zumachen, gemacht. Und dann hat der Keystore gesagt, yo, das war Ubisoft, die haben die zugemacht. Tschüss. Und dieses Kreditkartenbetrugssystem ist ein Teil davon, das darf man nicht wegreden, aber ist so ein irrelevanter kleiner Teil. Denn 99% der Keys, die günstiger geholt werden und die da verkauft werden, werden einfach in währungsschwachen Ländern gekauft, wie Brasilien oder in der Türkei. Die werden dann halt einfach da gekauft, weil die Währung da ein bisschen schwächer ist, in Massen, in gigantischen Massen. Und dann wird das hier, dann darum sind das immer internationale Keys, und dann wird das in dem Keystore wird direkt umgerechnet und deutlich günstiger verkauft. Und jeder kleine Streamer, der mit Sponsorings anfangen möchte, ganz ehrlich, wird an Keystores nicht vorbeikommen. Durch Keyseller als Sponsor verbaust du dir aber deinen direkten Kontakt zum Publisher. Ich hatte gestern erst ein Placement mit Paradox. Und mein Stream war in der Vergangenheit Teil eines Keystores. Das war, ist zwar ewig her, aber es ist so. Und meine Position dazu hat sich nicht verändert. In der Vergangenheit, aber nicht aktuell. Ich muss dir leider sagen, dass die Realität im Business lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach wiedergibt. Und leider ist es halt eher so, lieber die Taube in der Hand als der Spatz auf dem Dach. Denn Keystores scheißen Geld.
du wirst von Keystores immer mehr Geld bekommen als von einem Publisher jemals. Jemals. Das heißt, du hast die Entscheidung zu treffen, warte ich eventuell darauf, dass ein Publisher auf mich zukommt oder ich mit einem Publisher arbeiten kann und dann Hashtag faires Business mache. Leugne es nicht. Oder mache ich lieber permanent Business zu einem deutlich profitableren Preis für ein Problem oder was eventuell ein Problem beherbergt, was die Gaming-Industrie sich selbst zu verdanken hat. Und da kann ich ganz klar sagen, das ist ein hausgemachtes EA-Problem, Ubisoft. Alle größeren Publisher sind verantwortlich dafür. Da kann man gerne und ich fand das damals auch immer so lächerlich, ja, die Spieleindustrie, die leidet darunter. Es gibt sicherlich vereinzelte Indie-Entwickler, die einen erheblichen Schaden erlitten haben auf Basis von Kreditkartenbetrug. Und ich verstehe das. Aber im Kontext der gesamten Industrie und Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Nutzern, die Vollpreistitel für etwas bezahlen, was nicht fertig und viel zu früh released wurde, um dann vertröstet zu werden und schlussum betrogen, sagen da was ganz anderes. Und dann spielt es keine Rolle, ob der kleine Indie-Entwickler dann ein Tränchen weint und tatsächlich finanziell schlechter dasteht als vorher. Denn die Schuld darüber haben die großen Studios, die sich auf Basis von Gier, Börsenentscheidungen, Investorenzufriedenstellung leider immer wieder dazu hinreißen lassen, ihre Entwicklerstudios bis ans Ende zu treten, damit die so schnell wie möglich irgendwas rauspumpen, woran Geld verdient werden kann. Und solange das nicht aufhört, werden Kinguin, G2A, Instant Gaming, alle möglichen dieser Keystores werden weiterhin existieren. Und sie werden weiterhin Geld scheißen. Man sollte sich aber auch immer bewusst sein, was das Keystore-Business eigentlich ist, ne? Das ist eine Unternehmensstruktur, die darauf aufbaut, dass etwas in einem anderen Bereich falsch läuft. Und solange das falsch läuft, fluktuieren die. Aber sollte irgendwann mal der Punkt kommen, an dem das anders ist, sind die tot. Glaubst du, dass es so viel weniger Keystores-Kunden geben würde, wenn Publisher wirklich fertige Spiele raushauen würden? Ich glaube, dass die Argumentation für ein Keystore dann deutlich schwieriger wäre. Und wenn, aber also darauf, man kann sich darauf verlassen, dass es wahrscheinlich nie so sein wird, aber ich glaube tatsächlich, es gibt ja auch jetzt Entwickler, wo ich sage, da macht es einfach Sinn, den Vollpreis zu bezahlen, wie beispielsweise Paradox. Die machen Spiele, auch wenn die ein bisschen buggy sind, gerade Total War Warhammer war am Anfang meh, aber die machen Spiele, die eine Motivation haben über Jahre. Also du, seit wann spiele ich Stellaris? Seit 3 Jahren? Seitdem es rausgekommen ist, spiele ich das. CD Projekt Red ebenso. Es gibt halt einfach diese Studios. Es gibt Studios, wo man weiß, dass man auf Qualität stößt. Und dann hole ich mir halt da über den hauseigenen Store das Spiel. Oder über was auch immer. Ganz ehrlich, ich selber benutze keine Keystores, gar nicht. Von keiner Seite, nirgendwo. Ich kaufe das immer native, weil ich das nicht nötig habe. Ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich einen Vollpreistitel hole. Aber die Argumentation gilt ja für Leute, die das nicht können. Ne? Die sich halt da Gedanken machen müssen. Und ich muss es halt nicht, ich habe 4500 Subscriber. I don't give a fuck, ehrlich gesagt. Die Studios, die es richtig machen, sind leider die in der Minderheit, wenn man Indie-Entwickler außen vor lässt. Ich glaube, ja. Das liegt aber auch daran, dass irgendwie den großen Publishern so vieles gehört. Ich meine, was haben die alles, was hat EA alles aufgekauft?